Wenn sich Personen aufregen in unserem Umkreis, dann sagen wir gerne scherzhaft, Adrenalinspiegel bitte wieder senken. Jetzt weiß aber Martin Landenberger, dass Adrenalinmangel eine mögliche Ursache für Krebs ist. Und ich möchte gerne zunächst von ihm wissen, was ist Adrenalin überhaupt für ein Stoff im Körper? Adrenalin ist das schnelle Stresshormon, das im Nebennierenmark gebildet wird, das uns in der Evolution das Überleben gesichert hat. Jesus, der Bär kommt schnell davon. Diese Entscheidung binnen Bruchteil einer Sekunde kann uns das Überleben sichern. Das haben wir in der Evolution am Tag vielleicht nur ein paar Mal gebraucht. Wenn wir heute Dauerstress haben, bis in die Nacht arbeiten müssen, dann fordern wir dieses Stressprofil über das Nebennierenmark dauernd. Und dann kann es kommen, dass wir in eine Erschöpfung, in einen Burnout hineinkommen, der auch auf die diabetische Stoffwechsellage Einfluss nimmt und in Jahren Krebs produzieren kann. Adrenalinmangel, ein Mangel an Stressfähigkeit, auch deswegen, weil Bausteine fehlen dazu. Adrenalinmangel kann also zu Diabetes und Krebs führen. Adrenalinmangel entsteht ja, weil Sie sagen, Stressfähigkeit ist nicht mehr da, weil die zu sehr ausgenutzt wird. Oder um mit Ihren Worten zu sprechen, das Konto ist überzogen. Gibt es bestimmte Gruppen, die da besonders betroffen sind? Sie sind ja auch Sportarzt und Sportler haben eigentlich immer einen hohen Adrenalinspiegel, weil Wettkampf, schwierige Situationen, großes Publikum oder wenn sie Fußballer sind, Millionen gucken zu. Sind die besonders gefährdet oder kann es wirklich jeden von uns treffen? Es kann jeden von uns treffen. Jeder Mensch, der sich über Gebühr über Jahre hinweg überfordert. Wenn ein junger Mann mit einem Adrenalinmangel gemessen wird, dann kann es durchaus eine Situation sein. Wenn ein Sportler, zum Beispiel ein Fußballer, über ein Fußballspiel hinweg sehr viel Adrenalin verbraucht, muss er sich über Tage regenerieren. Wenn der Manager Dauerstress hat, aber auch wenn die Hausfrau, die vielleicht in einem persönlichen Stressbereich lebt, wenn die sich dauernd überfordert, dann wird das erforderliche Adrenalin im Nebennierenmark nicht mehr hinreichend produziert werden können. Wenn Patienten, die erschöpft sind, zu ihrem Hausarzt gehen, kommt der jetzt auf die Idee, wirklich den Adrenalinspiegel zu messen? Leider ist die Adrenalinspiegelmessung im zweiten Morgurin relativ unbekannt. Obwohl es der Stresspapst Selye, ein Wiener, der in Kanada Karriere gemacht hat, schon vor 80 Jahren publiziert hat, und obwohl meine Kollegin Frieda, die früher in der Ringberg-Klinik im Tegernsee Krebspatienten behandelt hat, schon hinreichend beschrieben haben. Aber die zweite Morgenurinmessung ist relativ einfach. Ich mache neben der Anamnese noch Fragebögen, wo ich die Stressparameter durch den Patienten selber einschätzen lasse und dann kann ich kausal therapieren. Und was muss der Patient dann tun? Also wie komme ich wieder ins Gleichgewicht? Das ist eine Situation, wie wenn Sie Ihr Konto überziehen würden. Sie können weniger ausgeben und mehr einnehmen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das bedeutet, diese Leute müssen krankgeschrieben werden, damit sie zur Ruhe kommen. Ähnlich dem Zauberberg, wo man die Leute auch in Ruhe für einige Monate hat sich erholen lassen. Sie brauchen die Bausteine, um die Stressfähigkeit, also das Adrenalin, überhaupt wieder bilden zu können. Diese finden in Nahrungsmitteln wie Nüsse, in Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen, in Haferflocken und in Eiklar, auch in Fisch und Fleisch. Darüber hinaus verfügen wir über Präparate, über Infusionen und über Nebennierenextrakten, die Sie spritzen können, um ein Defizit relativ schnell wieder anzuheben und die Leute wieder stressfähig zu machen. Das bedeutet also, der Esel, der durch Dauerbelastung am Boden liegt, wird nicht mit der Peitsche geschlagen, sondern wir müssen ihm wieder auf die Beine helfen. Herr Landenberger, Sie veranstalten einmal im Jahr einen komplementären onkologischen Kongress. Dort werden unter anderem auch Themen wie Adrenalinmangel behandelt.
Wer nimmt dort teil? Sind das Ihre Kollegen, die sich sowieso mit komplementären Methoden befassen? Oder ziehen Sie auch Hausärzte und andere Ärzte an, die bisher noch nicht so umfassend sich mit dem Thema Krebs beschäftigt haben? Es ist primär ein Kongress, der sich an die Therapeuten wendet, die sich mit der komplementärmedizinischen onkologischen Krebsbehandlung befassen. Es können aber auch Betroffene oder Interessengruppen, Selbsthilfegruppen oder meinetwegen Ärzte oder Heilpraktiker teilnehmen, die bis jetzt noch nicht mit der Materie vertraut sind. Komplementär bedeutet ja ergänzend. Das heißt, ich ergänze naturheilkundlich, physiologisch, was unter Umständen noch zur Schulmedizin gebraucht wird, um zum Beispiel die konventionellen Therapeutenregime, die Nebenwirkungen haben, schneller als Kollateralschaden zu behandeln oder um kausal, wie zum Beispiel beim Adrenalinmangel, therapieren zu können. Unser System Mensch und Körper ist eigentlich ein Wunderwerk. Und so denke ich, wird es auch nie aufhören, dass Sie immer wieder Neues entdecken, neues Wissen sich aneignen und auch neue Methoden anbieten können. Ja, aber die Physiologie des Menschen ist gleichförmig. Das heißt, häufige Defekte oder häufige Defizite werden wir immer wieder gleichförmig bei Populationen finden. Und so können wir zielgenau auf diese Erkrankungsformen gehen. Wir wissen beispielsweise, dass ein Selenmangel oder ein Vitamin-D3-Mangel als Mitkrebsursache diskutiert und heute therapiert wird, auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Bis jetzt haben wir aber die Adrenalin-Mangel-Problematik, das Fehlen von einem Stresshormon im Nebennierenmark, zu wenig beachtet. Es sind ja oft viele Momente, die nicht mehr stimmen. Und eine Krebserkrankung, so sagt man, dauert oft bis zu 15 Jahre, bis sie wirklich da ist. Das heißt, es kommen viele Situationen zusammen, die unstimmig sind. Es ist nicht das klassische, ich rauche 40 Zigaretten am Tag, dann macht meine Lunge irgendwann Probleme, sondern es ist doch virtuoser und nicht so leicht zu durchschauen. Wenn Sie Churchill oder jetzt Schmidt sehen, die ein Leben lang geraucht, möglicherweise auch Alkohol getrunken haben, no sports, dann sind es Menschen, die eine gute Entgiftungskapazität haben, also gute Entgiftungsenzyme. Das heißt, wir müssen oder können bei Betroffenen die Entgiftungskapazität bestimmen. Das heißt, ich kann die Entgiftungskapazität bei Krebspatienten aufbauen und die toxischen Substanzen, die mit für die Krebsgenese verantwortlich sind, herausnehmen. Wir wissen zum Beispiel durch die Bloomer-Crantin-Studie in der Schweiz, dass Bleibelastungen zu höheren Krebserkrankungen, Inzidenzen führt. Wir wissen es auch durch Untersuchungen von Tumorgewebe aus Brustkrebs, dass Schwermetallbelastungen dort signifikant häufiger gefunden worden sind. Und wir wissen es auch aus anderen, zum Beispiel aus Chemiefacharbeitern, die dann gehäuft Blasenkrebs bekommen, dass diese Umweltgifte eine Rolle in der Krebsgenese spielen. Und wenn ich dann möglicherweise das Pech habe, dass ich einen unglaublich anstrengenden Beruf habe, vielleicht familiäre, finanzielle Probleme habe, einen Arbeitsplatz habe, der ungesund ist und noch an einer lauten, hochbefahrenen Straße lebe, dann brauche ich wahrscheinlich wirklich eine längere Kur, damit ich mich dann doch noch erholen kann von all dem. Die Krebserkrankung ist, denke ich, wie viele andere chronische Erkrankungen, ein Summenphänomen aus mehrschichtigen Stressoren. Beispielsweise kann es insulinresistent sein, Dauerstress, Dystress, aber auch gesunder Stress, also was einem Spaß machen würde. Eine Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus ist ein Sargnagel zur Krebs. Die Schwermetall-, die Umweltchemikalienbelastung, ein Mangel an Entgiftungskapazität. Wir können die tatsächlich bestimmen. Eine Unterfunktion der Schilddrüse und eben der Adrenalinmangel. Das sind die physiologischen Defizite oder Belastungen, die wir abklären können und im Prinzip behandeln können. Herr Landenberger, ich danke Ihnen. Es ist nicht leicht,
jederzeit im Leben in der Balance zu sein. Wenn man einen guten Arzt hat, kann man vorbeugend die richtigen Schritte tun, damit man überhaupt gar nicht erst erkrankt, unabhängig davon, wie schwierig Lebenssituationen werden können. Dankeschön. Bitteschön.